Wie schön, ihr seid wieder mit dabei. Eine neue Weihnachtskarte ist zu sehen. Und dieses Mal nehme ich das Wimpf von Wimpsy Stamps, das Designerpapier, und gestalte das einfach nur, weil ich finde, das Papier macht, gibt schon so viel her. Das ist eine schöne Landschaft so im Hintergrund zu sehen. Und ich habe mich für die Rentiere von Paperink Inc. entschieden. Und ich glaube, zwei davon nehme ich und ein Vogel kommt, glaube ich, auch noch drin vor. Und ja, wie ihr sehen könnt, mit Memento stampel ich das mal ab. Ich mag das gerne, diese Unterlage von den Uhu-Stiften. Das ist ein bisschen weicher, sodass der Stempelabdruck dann doch etwas satter und auf jeden Fall gelingt, sodass ich keinen zweiten oder dritten Versuch brauche. Den nutze ich wirklich sehr gerne dafür. Genau, und das Memento Stempelkissen mit den Alkoholmarkern klappt auch wirklich sehr gut. Ich habe mich mittlerweile sehr an die Uhu-Stiften gewöhnt. In dem Video benutze ich tatsächlich noch die 320er, die eine runde Spitze haben. Mittlerweile habe ich ja die Brush-Marker von Uhu mir angelacht, das 120er-Set. Ich ärgere mich schon ein bisschen, dass ich nicht das größere genommen hatte. Aber es macht schon richtig Spaß, die zu verwenden und auszuprobieren. Und die haben eine schöne Spitze, aber ich habe ausprobiert, man kann die 320er auch mit den 120er kombinieren. Oh, ich sehe gerade, tatsächlich habe ich die Brush dafür genommen, die Brush-Marker von Uhuhu. Ja, ganz wunderbar. Und dann geht das erstmal los, dass ich da ja, erstmal mit der dunklen Farbe anfange. Manchmal mache ich das. Ja, mittlerweile mache ich das tatsächlich von dunkel zu hell. Man kann auch hell zu dunkel machen, das ist egal, so wie man das halt mag. Und dann geht das jetzt los mit der Koloration. Ja, ganz in Ruhe, ganz entspannt. Video ist zwar nur 7 Minuten, aber ihr könnt sehen, dass ich da mir ein bisschen Zeit lasse. Und die Farben sind wirklich, die gehen echt gut zu, also die Farben sind so schön und ihr seht, das ist sehr geschmeidig mit den Stiften zu kolorieren. Ich glaube, das ist auch von Spektrum nur das Markerpapier, das Alkoholmarkerpapier. Und dann ist es ja sowieso ein Selbstgänger, weil da geht Alkoholstifte gehen da wirklich gut drüber. Ja, ich koloriere das Ganze in Ruhe, wie immer. Dann werden sie nachher ausgeschnitten ohne Rand, weil die sollen sich ganz geschmeidig dann in den Hintergrund reinschmeicheln. Und dann gibt es noch von Efgor einen Stempelspruch. Und ja, das andere seht ihr ja jetzt im Video. Und ich mag auch die Weihnachtsmusik total gern. Ich habe mir dieses Jahr noch ein paar mehr Musik rausgesucht bei YouTube. Und ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen abholen mit der Weihnachtsstimmung, obwohl es ist jetzt Mitte November. So viel Weihnachtsstimmung ist ja eigentlich im Prinzip noch gar nicht. Also zumindest bei mir. Wir haben jetzt in der Schule nächste Woche Weihnachtsbasteln tatsächlich schon. Bin ich mal gespannt, was es da so für Ideen gibt. Und bin jetzt immer noch dabei, den Adventskalender noch die letzten Türchen vorzubereiten. Auf den freue ich mich mega. Und ja, wollte auch noch mal gucken. Einfache, aber auch schön, also einfach und schön mag ich ja sehr gerne und ich freue mich sehr, dass die alle in mein Album gehen und ich sagen kann, ja, das habe ich dieses Jahr echt gut hinbekommen mit dem Adventskalender. Und ETCs, ihr wisst ja, ich liebe ETCs, ihr auch, die Videos schauen, und davon kann man nie genug haben. Dann kann ich euch auch nochmal verraten, dass ich von dem lieben Gerhard einen ETC-Adventskalender einfach mal so geschenkt bekommen habe. Hat mich total umgehauen. Was für eine Freude, was für eine Ehre. Vielen lieben Dank dafür. Falls du das Video hier siehst, einen ganz lieben Gruß geht raus an dich. Und das hat er so süß verpackt. Ich denke, ich werde ihn nochmal in einem Video zeigen. Ich hoffe, dass ich das noch die Tage hinbekomme. Und so liebevoll gestaltet, die Umschläge mit den Nummern und also total schön. Ja, jetzt habe ich schon von euch einen Teekalender bekommen und jetzt einen ETC-Kalender. Gut, dass ich dieses Jahr tatsächlich mir nichts gekauft habe und auch an keinen Karten Adventskalender mitmache. So kann ich mich darauf total gut konzentrieren, freue ich mich sehr drüber. So ihr Lieben, ich würde sagen, ihr schaut das Video einfach weiter. Mir gibt es ja gar nichts zu erzählen. Ihr seht das ja alles im Video. Und dann wünsche ich euch ganz viel Freude dabei. Und bis zur nächsten Weihnachtskarte und bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart.